Moin, ihr Sizzler! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir gemeinsam Pulled Chicken. Und damit es nicht langweilig wird, machen wir sogar noch ein zweites Rezept, nämlich einen Burger gleich daraus. Also, viel Spaß! Das Schöne an Pulled Chicken ist, es ist eigentlich ein super einfaches Rezept. Viele nutzen dafür die Hähnchenschenkel. Wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad ein wenig heute und machen es quasi mit Hähnchenbrust. Wir haben hier ganz normal wieder unsere leckeren Kikok-Brüstchen. Sogenannten Kikok-Brüste. Wir werden es dann gleich auf dem Grill quasi so ein Stück weit in eigenen Saft schmoren lassen. Dadurch wird das Fleisch schön weich durch die Flüssigkeit. Und am Ende zerrupfen wir das und machen daraus, wie Hannes gerade schon sagte, einen schönen Burger. Ich habe die Vorbereitung wieder auf meiner Seite und genau das mache ich jetzt. Ich habe hier die Brüste schon liegen, nehme eine Gewürzmischung meiner Wahl. Meine Wahl fällt logischerweise auf Hashtag Smoke. Passt perfekt zu Geflügel. So sieht's aus. Ihr könnt aber auch jede andere Gewürzmischung nehmen, auf die ihr Bock habt. Ja. Zum Glück steht da oben rechts irgendwo Werbeanblendung. Oben links, glaube ich, wenn man drauf guckt. Ja, okay, alles klar, egal. Nee, wenn man drauf guckt, oben rechts. Scheiße, du hast... Entschuldigung, du hast natürlich recht. Gut, wie immer. Also ich würze jetzt das ganze Fleisch einmal kurz ab. Schön großzügig, müsst ihr nicht mit sparen. Ja, soll ja auch schmecken, die Bude, ne? Genau. So, das geht relativ schnell. Und das Geile ist, und deswegen freue ich mich eigentlich auch über das Rezept, weil jetzt kann ich schon fast an dich abgeben. Stimmt, die Zwiebeln sind ja auch Zwiebeln habe ich nämlich schon geschnitten, das ist das Einzige, was man da vorbereiten noch machen muss. Eine Sache mussten wir auch noch vorbereiten. Wir mussten die Dose mit fertigen Ananasscheiben und reichlich Ananassaft, das ist nämlich wichtig, öffnen und das haben wir auch schon getan. Genau, da könnt ihr übrigens auch eine frische Ananas nehmen, wir hatten jetzt aber nur die Dose zur Hand. Seht sonst nach, dass wir keine frische genommen haben. Ich glaube, es schmeckt in der Dose aber auch ganz gut. Definitiv, da ist auch mehr Saft drin, ne? Sehr gut. Gut, Hannes, ich bin durch. Soll ich direkt übernehmen? Du darfst übernehmen. Ich übernehme direkt. Den Grill habe ich bereits vorbereitet und dazu blende ich euch mal einen kleinen Rückblick ein. Ich nehme jetzt trotzdem nochmal, auch wenn ihr es eigentlich eben ja schon gesehen habt, den Deckel ab. Zeige ich es euch nochmal. Ich habe hier links und rechts im Grill Briketts, durchgeglühte Briketts, die für Hitze sorgen. Und in der Mitte haben wir diesen Bräter eingesetzt und ein bisschen Wasser rein. Oben drüber kommt dann das Hähnchen, sodass praktisch der ganze Saft vom Hähnchen, da ist zwar nicht so viel drin, aber das bisschen, was drin ist, wollen wir gerne auffangen. Das tropft dann in den mit Flüssigkeit befüllten Bräter und wir können die Flüssigkeit hinterher komplett nutzen. Jetzt gibt es noch eine Sache, Räucherchips. Die schmeiße ich schon mal in den Grill, so eine gute Handvoll. Achso, ich brauche mal ein Handschuh, wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. So, eine gute Handvoll Räucherchips gebe ich einfach mal links und einen Teil auch noch rechts hin. Der Grill fängt auch direkt an, ordentlich zu räuchern und jetzt setzen wir einfach unser Hähnchen in den indirekten Bereich. So. Kommen wir jetzt noch zu einem der wichtigsten Teile unserer Videos, nämlich dem Setting des Grills. Wir grillen bei ungefähr 150 Grad Celsius indirekter Hitze. Ich habe ja die Hähnchenbrüste in den indirekten Bereich gelegt. Und dafür haben wir hier oben den Abluftöffner so ja, ungefähr auf ein Drittel offen gestellt. Unten ist komplett offen, das heißt, wir regeln ausschließlich mit dem oberen Abluftschieber. Und lassen die Hähnchenbrüste jetzt erstmal so für 30 Minuten smoken. Das reicht bei Hähnchen, wir wollen da nicht zu viel Rauch. Moment mal. Ganz kurz. Moin, Herr Freiwald, grüß dich. Ja, nein, Walter, wir sind kein QVC, wir machen Grillvideos. Ja, ist gut jetzt, tschüss, schönen Tag noch. So, Entschuldigung, mir ist gerade noch was eingefallen. Eine wichtige Information, die wir vergessen haben bislang. Als Räucherchips verwenden wir heute Birkenräucherchips, die eignen sich hervorragend zu Hähnchen und anderen Geflügel und hellem Fleisch. Und als Gewürz, habt ihr ja schon gesehen, kam Hashtag Smoke zum Einsatz. Und wie soll es anders sein? Beides findet ihr bei uns im Onlineshop www.sizzlebrothers-shop.de. Und jetzt heißt es für mich auch erstmal ins Warme gehen und abwarten. Minuten sind vergangen, der erste Shopping
Splash ist überwunden und es geht jetzt weiter. Die Hähnchenstücke haben jetzt schön Farbe bekommen vom Rauch. Ich nehme die mal eben hier runter, pack die daneben. So. Und ich erzähle schon mal, während Julian jetzt hier schon weitermacht, nehme ich hier den Rost runter und gebe ihm einmal noch die, voilà, unseren Breter, wo noch schön Flüssigkeit und guck mal, ein bisschen Fett ist auch drin. Geil. Sehr gut. In der Zeit befülle ich den Breter quasi wieder. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Zwiebeln. Die kommen hier mit rein. Oh Gott, ich fast die Hand zerschnitten. Mhm. Und fülle jetzt noch ein bisschen was von den Ananasstücken dazu. Ich habe übrigens, jetzt wo du gerade so schön hier konzentrierst, arbeitest, ich habe gerade die Kohlekörbe zusammengeschoben, sodass wir jetzt gleich unseren Breter auf direkter Hitze haben, dass das richtig anfängt zu blubbern und zu kochen da drin und Wasserdampf entsteht. Sprich, wir werden jetzt gleich mit schöner Unterhitze arbeiten. Genau, so, jetzt sind die Dinger zurück, jetzt kommt noch ein bisschen Saft mit rein. Und zum Schluss ordentlich Currysoße noch oben drüber. Dann sieht das soweit ganz gut aus. So, jetzt kurz abdecken. Eine Sache darf nämlich nicht fehlen, die obligatorische Alufolie. Haben wir hier doppellagig genommen. Wenn ihr extra dicke Alufolie habt, reicht auch eine Lage. Und geht nur darum, dass das Ganze quasi luftig verschlossen ist und jetzt drinnen zirkulieren kann die Luft oder beziehungsweise das Wasser, was der verdampft, Dampf oben andockt. Und wir jetzt noch ein Stück weit schmoren, denn wir wollen ja am Ende das Fleisch zerrupfen können. Im Übrigen ganz wichtig, wenn ihr an der Stelle seid, dass ihr sagt, oh Gott, meine Hähnchen sind vielleicht ein bisschen durch, das ist nicht schlimm, weil jetzt durch die viele Flüssigkeit wird die nachher schön weich wieder und wir können schön zerrupfen. Geht zurück auf den Grill, ich mach mal für dich auf. Genau. Kannst du schön draufstellen, direkt über die direkte Hitze. Deckel wieder drauf. Temperatur lassen wir unverändert, etwa 150 Grad. Ihr könnt die Luken ruhig aufreißen. Ja, also es kann ruhig auch jetzt ein bisschen mehr Hitze rein. Damit es eben anfängt zu blubbern, ja, und zu schmoren. Und das dauert jetzt noch mal so ungefähr eine halbe Stunde. Dann rupfen wir das Fleisch auseinander, belegen daraus einen geilen Burger und dann können wir essen. Ja. Eine Ergänzung noch, ganz wichtig, diese halbe Stunde beginnt in dem Moment, wo ihr hört, aha, das Wasser kocht. Weil wenn es erst nach 30 Minuten anfängt zu kochen, seid ihr noch nicht fertig, dann müsst ihr noch mal 30 Minuten warten. Also es muss blubbern, von daher könnt ihr ruhig ein bisschen aufreißen in der Grill, wenn es auch 180 Grad sind. Shit egal. So sieht's aus. Und jetzt warten wir, da ich habe mich auch ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Ich auch, ich habe richtig Dampf, Alter. Alles klar. Weitere 30 Minuten sind vergangen und jetzt... Und ein paar schöne Szenen für euch. Und wir haben beide schon probiert. Das Zeug ist der Hammer. Macht euch echt keine Sorgen, wir dachten, das Huhn ist furztrocken in dieser Flüssigkeit. Es wird butterzart und es wird super schlotzig. Ich will jetzt reinbeißen, Alter. Mmh. Ey, ohne Scheiß, das ist ja fast besser als Pulled Pork. Das ist pervers. Alter Schöne. Nur Rucola, Brötchen und das Zeug. Ich raste aus. Also Curry und Ananas spielt perfekt zusammen. Hm. Ohne Frage. Und... Alter. Ich hab auch Dampf wie Sau, ne? Hm. Macht! Schluck das mal runter, Alter. Ja, das geht runter. Macht die Bude nach. Macht unbedingt mal so ein Pulled Chicken und nehmt Hähnchenbrust. Ihr braucht keine Schenkel nehmen, wenn ihr eben mit Zusatzflüssigkeiten arbeitet. Dadurch kriegt ihr aber auch ein richtig, richtig geiles Aroma an die Sache. Ja, Julian isst auf. Daumen nach oben, abonnieren, Kommentar schreiben, auf unsere Homepage surfen. Unbedingt ausprobieren. Ausprobieren, bei Instagram gucken und so weiter. Haut rein. Tschüss, schönen Tag noch. Leck mich, Alter. Alter, das ist nicht mehr normal, Mann. Das ist nicht mehr normal. Das ist pervers.